unserem Thema zu tun, wird sicher gleich auch nochmal zur Sprache kommen. Deshalb da also die Bitte um Verständnis. Es ist auch eine Premiere zu diesem Themenfeld. Es hat schon andere EU-Bürgerdialoge gegeben. Dieses Themenfeld mit diesem EU-Kommissar zum ersten Mal, also eine wunderbare Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen. Wobei wir jetzt eine kleine überraschende Wende machen und die erste Frage geht erstmal an Sie. Ja, das stimmt, die Meinung teile ich. Die Frage ist nur, wer ist Europa? Ist es die Kommission? Ist es der Rat? Sind es die Nationalstaaten? Ist es das Parlament? Aber war es auch, es kann jetzt für das Flüchtlingsthema nicht eine Lösung geben, die nur die Nationalstaaten lösen könnten? Oder nur Europa? Oder nur die internationale Völkergemeinschaft? Sondern das Thema ist so komplex, da müssen alle mehr tun als jetzt. Sie Well, if I were in the position of someone who was asked whether the European Union is doing as much as it should be, I would be among the ones who would say, no, it's not doing. Why? Man sich ausgerechnet die Türkei als Partner aussucht und zum einen ist da, dass die Türkei... And I want to tell you, I'm very much disappointed. Only 9 out of 28 member states have accepted to be part of this relocation scheme. And I want to commend Germany, because from the very first moment they showed the way. What does it really mean to be responsible and solidar? Vielleicht an der Stelle schon so, mal. So, Europe has done its part. Now it's up to member states to implement. But the question is not there anymore.